Keine Ahnung, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ich bin leider ziemlich gut darin, mir früher oder später Freude an etwas kaputt zu machen, weil ich mich diesbezüglich zu sehr stresse. Ganz plump gesagt, mir macht etwas Spaß. Irgendwann fängt es an, mich zu stressen und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Sei es, weil ich einfach zu perfektionistisch bin und meine Ansprüche an mich selbst zu übertrieben sind oder weil ich einfach allgemein irgendwie ängstlich bin und alles in meinem Leben kontrollieren muss. Aber du kannst im Leben nun mal nicht alles kontrollieren und das mir einzugestehen, boah, das fällt mir super schwer. Ich weiß gar nicht warum. Und wenn eine bestimmte Sache, die dir früher richtig Spaß gemacht hat, anfängt, dich dauerhaft zu stressen, wie willst du da noch den Spaß aufrechterhalten? Ist doch logisch, dass die Begeisterung dafür dann irgendwann flöten geht, oder? Tja, und genau das ist mit mir und meinen Videos passiert. Ich habe da leider absolut keinen Spaß und keine Leidenschaft mehr dran und das Problem bin ich selbst. Manchmal, da denke ich an diese Anfangszeit, wie sich das angefühlt hat. Ich saß da, hatte eine coole Idee und dachte mir, boah, dazu muss ich ein Video machen. Kamera rausgeholt und los geht's. Gar nicht irgendwie großartig nachgedacht, kein heftiges Skript und ich habe mir auch richtig Zeit gelassen für das Video. Also mir war wichtig, dass es ein cooles Video wird. So ungefähr zu 10% kann ich mir heutzutage noch vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Und eigentlich ist es doch normal, oder? Dass kreative Dinge nun mal Zeit benötigen. Schaut euch zum Beispiel kreative Berufe an wie Musiker oder Buchautor. Meistens kann man kreative Ideen einfach nicht erzwingen. Also du brauchst einfach Ruhe, Zeit und Inspiration. Das ist normal. Aber auf YouTube wird dir irgendwie beigebracht, dass du möglichst viele Videos produzieren sollst und auch möglichst lange. Mit anderen Worten, je mehr Videos du produzierst, desto mehr Geld. Und je längere Videos, desto bessere Watchtime, bessere CPM und ja, auch hier mehr Geld. Das heißt natürlich nicht, dass es jeder so machen muss. Ich habe extrem Respekt vor YouTubern wie Julian Bam oder Shintex oder Jules, die zwar selten Videos produzieren, aber wenn dann etwas rauskommt, dann ist es ein Banger. Aber die Entscheidung, das so anzugehen, ist nicht wirklich leicht. Also du wirst schon irgendwie dazu verleitet, mehr Videos zu machen. Und in meinem Falle wurde es auch immer mehr Fließband-Content. Und versteht mich nicht falsch, Fließband-Content kann natürlich auch unterhaltsam sein, aber natürlich ist es trotzdem eher Quantität als Qualität. Ich will zum Beispiel auch niemanden schlecht reden, der nur Reactions macht. Ich selber gucke auch gerne Reactions. Aber in meinem Falle war es so ein bisschen aus den falschen Gründen. Also 2021 habe ich ja auf Madeira gelebt und in dem Jahr habe ich 4 Videos die Woche gemacht. 4! Und überleg mal, das waren Videos, die um einiges aufwendiger waren als jetzt typische Reactions oder Let's Plays zum Beispiel. Natürlich habe ich auf dieser Insel auch schöne Sachen gesehen und erlebt, aber ganz ehrlich, 90% der Zeit saß ich zu Hause vor dem PC und habe versucht, produktiv zu sein. Immer hustlen, hustlen, hustlen. Es ging immer nur darum, möglichst viel Geld auf einmal zu verdienen. Und jetzt werden manche Leute sagen, okay, also warst du einfach nur geldgeil? Aber ich würde nicht sagen, dass es das ist, weil Geldgeilheit bedeutet für mich einfach nur, dass man geil aufs Geld ist, dass man richtig Spaß daran hat, Geld zu verdienen. Bei mir ist es irgendwie genau das Gegenteil. Alles, was mit Geld zu tun hat, stresst mich irgendwie. Natürlich möchte ich auch Geld verdienen, aber eher aus dem Grund, dass ich nach dem Gefühl von Sicherheit crave. Ich bin einfach ein Mensch, der möglichst viel Sicherheit und möglichst viel Kontrolle über alles braucht. Keine Ahnung. Mit anderen Worten, je mehr Geld, desto mehr Sicherheit. Aber dieses Gefühl, nicht genug Sicherheit zu haben, das ging nie weg, egal wie viel ich auf dem Konto hatte. Überleg mal, seit 13 Jahren lebe ich von YouTube und in der ganzen Zeit habe ich nie eine echte YouTube-Pause eingelegt. Natürlich gab es Zeitspannen, wo ich viel weniger Videos hochgeladen habe, aber eher aus dem Grund, dass ich ausgebrannt war und einfach nicht mehr konnte, so traurig es auch klingt. Mein Gehirn hat immer gearbeitet und immer musste ich in irgendeiner Form produktiv sein, selbst wenn es mit YouTube nichts zu tun hatte. Und dieses Ängstliche, das war schon immer ein Problem von mir. Als Beispiel, ich habe ja mit dem Fachgymnasium aufgehört, um von YouTube zu leben. Das war wirklich das größte Risiko meines Lebens. Also normalerweise gehe ich echt selten Risiken ein. Und danach hatte ich einfach ein Jahr lang regelmäßig Albträume, weil mein Gehirn nicht darauf klarkam, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Habe immer geträumt, dass ich irgendwann wieder zur Schule muss und in die Klausuren ständig Sechsen schreibe, weil ich in der ganzen Zeit den wichtigen Stoff nicht mitbekommen habe. Und auch bei dem Thema Steuern habe ich so richtige Phobien entwickelt. Ich weiß noch einmal, musste ich über 100.000 Euro nachzahlen und das hat mich irgendwie so fertig gemacht. Eine ganze Woche lang konnte ich deswegen gar nichts tun. Und die Sache ist ja die, ich hatte das Geld. Also ich konnte das direkt bezahlen, ich hatte genügend Geld auf meinem Konto. Aber das hat gar keinen Unterschied gemacht. Solche Dinge, ich weiß nicht warum, die machen mir eine Heidenangst. Es ist wirklich extrem. So einen richtigen Urlaub gab es für mich auch nicht. Also in Los Angeles beispielsweise habe ich trotzdem regelmäßig Alitals gedreht. Von 2019 in Japan habe ich einfach jeden Tag gevloggt. Und das waren aufwendige Vlogs. Also wirklich jeden Tag saß ich da in Japan noch bis 3 oder 4 Uhr morgens am Laptop und habe noch irgendwie das Video geschnitten. Damals war das für mich alles so normal, aber heute denke ich mir so,
Ist schon krass irgendwie. Man könnte jetzt so metaphorisch sagen, ich habe diese Japan-Reise nicht wirklich durch meine eigenen Augen, sondern eher durch die Kamera gesehen. Und genau so hat sich das angefühlt. Es hat sich irgendwie nicht so angefühlt, als wäre ich so richtig da gesehen. Eher aus der Video-POV oder keine Ahnung. Also ich glaube, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Und von Jahr zu Jahr wurde es immer schlimmer, dass ich aus allem, was ich in irgendeiner Form mochte, unbedingt daraus Content machen musste. Etwas für mich privat zu machen oder zu mögen, hat sich irgendwann nach Zeitverschwendung angefühlt. So, warum sollte ich das jetzt tun und nicht damit Geld verdienen? Im Nachhinein merke ich, dass ich aus echt allem Content gemacht habe. Sei es aus meiner Beziehung, sei es aus Umzügen, sei es aus meinem Urlaub. Am krassesten habe ich das gemerkt bei dem Spiel Animal Crossing New Horizons für die Switch, weil das Spiel hat mir so gut getan in dieser Corona-Zeit, wie bestimmt vielen von euch. Und das war nach längerer Zeit mal wieder etwas, das ich nur für mich hatte. Trotzdem habe ich angefangen, daraus Content zu machen. Nicht nur Content, sondern ein ganzes Format. Ein Animal Crossing-Format auf diesem Channel. Auch dieses Spiel hat sich dann immer mehr eher wie Arbeit angefühlt und auch so Spiele wie Mario Odyssey würde ich privat einfach nicht mal anfassen. Also das ist nur für Content. Ich habe so YouTube-Videos immer weniger wegen Spaß, Kreativität und Leidenschaft produziert und immer mehr aus, ich sag mal, irrationalem Überlebenswille. Und ich weiß natürlich, dass es komplett übertrieben klingt. Aber ich dachte mir, wenn das hier alles nicht mehr läuft, dann bin ich direkt obdachlos. Also wirklich direkt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass seit Jahren die Zahlen bei mir so ein bisschen runtergehen. Überleg mal, was mit einem macht, der so tickt wie ich. Klar, die meisten würden denken, okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber vom Ding her kann ich immer noch relativ gut davon leben und ich kann ja so ein bisschen rumexperimentieren, vielleicht geht das ja wieder hoch. Ist ja auch realistisch. Außerdem gibt es da draußen noch eine Welt ohne YouTube. Aber mein Gehirn denkt sich natürlich, okay, ich stürze mich geradewegs ins Verderben. Also immer mehr in mein Verderben. Es ist wirklich krankhaft geworden, wie stark ich mich selbst unter Druck setze. Also das ist nicht die Norm, das ist nicht normal. Irgendwann dachte ich mir, scheiße, ich muss dringend etwas ändern und habe den Output von 4 Videos pro Woche auf 3 runtergeschraubt. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr sogar von 3 Videos die Woche auf 2. Aber hat es geholfen? Ganz ehrlich, nicht wirklich. Weil ich habe realisiert, es geht nicht darum, wie viel ich arbeite oder wie wenig, sondern das ist ein Problem von mir, also mit der Psyche. Diese krankhafte Produktivität ist irgendwann in andere Bereiche des Lebens übergeschwappt. Kann ich nicht an einem Video arbeiten, dann, keine Ahnung, räume ich meine Wohnung auf, auch wenn sie schon sauber ist. Ich habe inzwischen Cutter, die so ein paar Videos von mir schneiden, trotzdem gehe ich da selbst nochmal drüber. Und wenn ich wirklich gar nichts finde, wo ich produktiv sein kann, dann mache ich einen Mittagsschlaf. Einfach nur, um die Zeit zu überbrücken. Das ist so eine Psychose. Ich habe in den letzten Jahren so viele unnötige Mittagsschläfchen gemacht, einfach nur, damit die Zeit vergeht, obwohl ich nicht mal müde war. Danach habe ich mich dann immer noch schlechter gefühlt. Auch so eine schlechte Angewohnheit, die sich über die Jahre entwickelt hat, ist dieses auf Social Media nachgucken, was Leute so über einen reden. Das hat wahrscheinlich auch mit diesem Kontrollzwang zu tun, aber was bitteschön willst du daran kontrollieren, wenn irgendwelche Leute falsche oder verletzende Dinge über dich behaupten? So, du hast keine Kontrolle. Außerdem bin ich inzwischen fest davon überzeugt, dass der Mensch einfach nicht dafür gemacht ist, so viel Resonanz über die eigene Person zu leben. Du bist geil, du bist scheiße, du bist geil, du bist scheiße. So viel. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich echt gut damit klarkomme, aber es ist wie ein schleichender Prozess. Nach und nach macht das schon was mit der Psyche. Definitiv. Das ist ja auch keine normale Situation, wenn man ganz ehrlich zu sich ist. Also auch das hat mir immer mehr den Spaß an der ganzen Sache genommen irgendwie. Letztes Jahr habe ich ja angekündigt, dass ich gerne Therapie machen würde und dieses Jahr bin ich das tatsächlich angegangen. Es ging dabei um Tiefenpsychologie und dabei wird sehr viel in deiner Vergangenheit gekramt, vor allem in der Kindheit. Also man geht so ein bisschen deine Biografie durch. Man spricht sehr viel über Dinge, die einen stark geprägt haben, auch negative. Und das kann natürlich ziemlich verletzend werden. Aber ich sag's euch, ich habe noch nie so viel über mich selbst gelernt, wie in diesem Jahr durch diese Therapie. Es ist crazy. Vieles ergibt einfach Sinn und es ist für mich heutzutage absolut verständlich, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Oder warum ich so ticke, wie ich ticke. Das hat einfach viel mit der Kindheit zu tun. Meistens ist das der Fall. Ich sag's euch, die Erfahrung war nicht nur augenöffnend, sondern hat mir auch gewissermaßen Baustellen aufgezeigt an mir selbst, die ich zuvor nicht so richtig gesehen habe. Und auch habe ich dadurch gelernt, dass mir eine YouTube-Pause nicht nur gut täte, es ist in meinem Falle sogar notwendig. Ich muss wirklich mal klarkommen. Ich kann mich kaum noch für etwas begeistern oder motivieren. Ich muss lernen, wieder Hobbys zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber schon viel, viel besser geworden. Mit meiner Freundin zum Beispiel habe ich mit Puzzeln angefangen. Ab und zu mache ich eine Autotour, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Oder ich habe sogar angefangen, Beats zu bauen. Beziehungsweise ich lerne es noch. Also was das angeht, bin ich super am Anfang. Trotzdem schwingt noch so ein bisschen der Gedanke mit, dass es Zeitverschwendung wäre, wenn ich daraus kein Content mache.
Ich weiß natürlich, dass es Blödsinn ist. So etwas hatte ich auch neulich, wo ich 3 Wochen in Japan war. Also abseits von dem Video, was ich für den Schmuck gedreht habe in Japan, wollte ich, dass das wirklich ein echter Urlaub wird. Und es war ein Dilemma. So sehr musste ich mich dazu zwingen, nicht zu vloggen. An einem Tag wurde ich sogar schwach und habe tatsächlich ein bisschen gebloggt, weil ich mir dachte, ach komm, lass doch Content daraus machen. Komm schon, was ist das für eine Psychose? Aber zum Glück habe ich es geschafft, danach nichts mehr zu drehen und das wirklich als reinen Urlaub zu genießen. Es war wirklich der beste Urlaub, den ich je hatte und ich habe das Ganze durch meine Augen und nicht durch die Kamera gesehen. Ich weiß, dieses Video hat so einen traurigen Touch, aber glaub mir, wenn ich sage, jetzt aktuell geht es mir so gut wie seit Jahren nicht mehr. Bisher war ich das absolute Vorzeigebeispiel für ich lebe, um zu arbeiten. Doch nun geht das immer mehr in Richtung ich arbeite, um zu leben. So wie es meiner Meinung nach sein soll. Falls euch irgendjemand eingeredet hat, man muss immer hustlen, hustlen, hustlen und das ist der Schlüssel zum Glück, hört lieber auf mich. Natürlich sollte man arbeiten, aber es ist super wichtig, dass man so einen gesunden Mittelwert hat. Manchmal ist es super wichtig, innezuhalten und ich versuche seit Ewigkeiten immer irgendwie stark zu bleiben und Emotionen nicht so sehr an mich heranzulassen, aber neulich habe ich einfach heulen müssen, also ich habe richtig krass geheult. Manche würden jetzt sagen, Schwächling, aber ehrlich gesagt hat das richtig gut getan. Also es hat mir auch viel Kraft gegeben, das einfach mal rauszulassen. Ihr habt das wahrscheinlich eh schon rausgehört, aber ich sage es nochmal deutlich. Ich werde eine YouTube-Pause einlegen. Ob das jetzt 1 Monat oder 2 oder 6 Monate sind, keine Ahnung. Ich muss mir unbedingt die Zeit nehmen, die ich brauche. Und ich verstehe natürlich, dass es ein Privileg ist. Viele haben nicht die Möglichkeit, mal eben eine Pause zu machen oder in Therapie zu gehen. Glaub mir, wenn es nach mir ginge, sollte jeder Mensch da draußen diese Möglichkeit bekommen. Aber ich muss das tun. Ich muss einfach lernen, in manchen Punkten klarzukommen. In manchen Punkten, ja, gewisse Ängste loszulassen. Seit der Therapie denke ich zum Glück auch nicht mehr, dass ich direkt obdachlos werde, sobald YouTube nicht mehr läuft. Ich habe super viele Ausweichmöglichkeiten. Das sind einfach so Dinge, die mir nach und nach klar werden. Also man könnte sagen, ich habe diese verzerrte Wahrnehmung und ich versuche, die wieder gerade zu rücken. Und überhaupt ist Angst, ja, es ist schon wichtig in manchen Situationen, weil es dich vor Gefahren schützt, aber es ist nicht unbedingt der beste Wegweiser. Ich weiß so 100%, dass die Leidenschaft fürs Drehen noch tief in mir drin ist, aber die wird blockiert und unten gehalten, könnte man sagen, durch all diese negativen Aspekte. Es versucht rauszukommen, aber es geht einfach nicht. Und das hat einfach mit diesen Ängsten und dem Kontrollzwang zu tun. Und jetzt eine YouTube-Pause zu machen auf unbestimmte Zeit, das ist auch eine sehr harte Überwindung für mich. Aber ich verstehe, dass es notwendig ist. Ich hoffe, ihr könnt es auch nachvollziehen. Eines Tages werde ich zurückkehren und wie und in welcher Form, ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde zurückkehren. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich glaube, das war eines der wichtigsten Videos, die ich hier gedreht habe, also unironisch. Und ja, krass. Ich mache es wirklich. Ich habe euch lieb und wünsche euch wirklich nur das Beste. Ihr seid so eine tolle Community. Ihr habt nur Gutes verdient und ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, euer Vic. Ciao.